Sven Andrighetto. Dritte Spiel, dritter Sieg für die ZSC Lions. Die Fans sind dann am Feiern, haben sogar draußen ein Public Viewing gemacht. Das geht nachher durch den Kopf, wenn ihr die Bilder seht von den Fans hier. Ja, ist schön. Ich meine, wir haben schon die ganze Saison super Support und es ist eine coole Stimmung in den Playoffs. Egal in welcher Halle, dass wir gespielt haben. Das gibt uns Energie und Kraft und wir brauchen es auf jeden Fall. Klar, es ist ein Team-Effort und gleichwohl, es ist immer die Top-Linie, die schon am Ende entscheidende Goal schießt. Wie ist das möglich? Ja, vielleicht haben wir einfach ein Glück, dass sie immer reingehen. Aber nein, wir machen guten Druck aufs Goal immer. Wir bleiben geduldig, auch wenn wir am Anfang nicht gerade eine machen. Wir bleiben dran, wir kreieren viel. Aber es ist nicht so, dass es nur wir wären, sondern wir spielen mit vier Linien eigentlich super durch. Das gibt allen Energie, auch uns und allen zusammen. Ich denke, es ist ein Team-Effort. Sechs Leute am Mandy und die Chance, Meister zu werden. Denkt man an so etwas oder ist das egal? Ja, nein, ich meine, logisch, jetzt... Man muss vier Spiele gewinnen, natürlich wollen wir das so schnell wie möglich machen. Aber jetzt fokussieren wir uns auf das nächste Spiel, fokussieren, so wie wir uns jetzt vorbereitet haben auf die letzten drei. Und gehen Schritt für Schritt weiter. Fernando Ghetto, merci. Danke.